Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf diesem wunderschönen Kanal Uwome Gaming. Ja, heute etwas anderes und zwar hat der liebe Green Suiji nach sehr langer Zeit des Grindens einen 120-Sterne-Weltrekord bekommen und dieser ist eine 1,3533. Als Referenz, der Weltrekord davor war eine 1,362. Heißt, das ist ein riesiges Achievement. Und ja, heute haben wir die Möglichkeit, uns das Ganze anzuschauen. Weil ich habe es noch nicht getan und ich bin sehr glücklich, dass er es endlich geschafft hat, weil er hat wirklich sehr lange an dieses, also im Practice dran gesessen. Aber ohne lange rumzulabern, würde ich sagen, fangen wir an. Also ein komplett normaler Reset nach. Hier. It's me, Mario. Nachdem Green Suiji gestorben, nope, nee, gestorben ist, ja, die Tür nicht geglitscht ist, passiert immer mal wieder. Mach's mal ein bisschen leiser. Klar, jetzt kommt das Intro. Ja. Why not? Because I'm gonna do my own thing. Ja, irgendjemand, der gerade im Chat nervt oder so. Das Ding ist, er hat gerade davor geschrieben, das hat man noch am Anfang gesehen, can you remake your 60-star run? Aber warum sollte er, wenn er doch den Weltrekord schon hat? Es ist halt dumm. That is your thing, though. Ah, miss it. Digga, Joshua ist so nervig, Alter. Fucking miserable. Ey, Joshua nur wüsste, dass das jetzt Weltrekord ist. Wenn er doch nur wüsste. Also ich glaube, er hat eines der besten Lucky to Skips von allen Leuten. Aber da bin ich mir ja auch nicht ganz sicher. Kann sein. Aber muss sehr höchstlich wahrscheinlich sein, weil ansonsten hätte er das nicht in seinen 16 Sterne und 0 Sterne Runs gemacht und auch in seinen 60 Sterne. Hier geht er, glaube ich, auch für eines der schnellsten Cycles. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, wie die Cycles alle heißen. Aber auf jeden Fall ist das ein sehr precise Cycle. Und es ist actually krass, wie gut er doch in diesem Cycle ist. Da musste er ein bisschen ausweichen. Hat aber gut geschafft. Und ja. Oh, hier ein Ground Pound, aber. Fuck. Das hat den Run nicht beendet. That's an unfortunate Ground Pound, man. Again, ja. Man! Dafür kriegt er hier wahrscheinlich die 40. Er macht noch einen Ground Pound! Geil! Das ist Weltrekordpotenzial, Leute. Das ist Weltrekordpotenzial. Amazing Dark. Ich glaube, mit so einem Anfang will man nicht gerne Weltrekord haben, aber dafür ist sein Restgame halt sehr, sehr insane. I'm on a smoothie right now. I think I talk about this every day. But it's true. So, jetzt kommen wir zu dem Bowser Throw und der ist auch gar nicht so schwer. Er macht einen One-Spin. Anyone got $400 to spare? $400 burn your hole in your pocket? Aber er kann sehr gut One-Spins, natürlich nicht so gut wie andere Leute, wie zum Beispiel Kano. Aber er ist keine schlechte Person darin. Ja, man sieht hier, er hat ein bisschen Zeit verloren durch die beiden Ground Pounds. Ja, dude, fucking merkt man mal, wie schnell man Ground Pounds in diesem Level machen kann. Wie schnell man Zeit verlieren kann durch Ground Pounds oder kleinere Fehler. Das ist umso krasser, was für ein Achievement er machte. Jetzt ist Worms Fortress dran, weil man müsste in Boss Battlefield zweimal reingehen, deswegen wurde auch am Skip der Anfang gemacht. Ich glaube, das saved um die 50 Sekunden. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie viel es wirklich spart. Ich glaube, es war entweder irgendwie 50 Sekunden oder 20 Sekunden. Ich weiß es nicht. Hier übrigens ein sehr cleaner Canonless. Ich wollte gerade Lucky Two Skip sagen, war es aber nicht. Also Strawberry Mango Banana ist gut. I haven't had that. Also, ja. That I can remember. Jetzt kommen, ja, jetzt kommen die Coins, die 100 Münzen. They were indeed very good. Ja, das kann auch sehr gut, also war ja auch unser 70-Sterne-Weltrekord vorhanden. Ich glaube, hat er auch keine Fehler gehabt.
Aber allgemein, dieser Stern ist auch sehr cool, wenn man den gut kann. War eine sehr weirde Ding, aber es hat er doch irgendwie geschafft und die Coin war auch sehr gut im RNG. In seiner letzten PB ist die Coin runtergefallen, das war ein bisschen doof. Da hat er eine Coin verloren, das ist schade. Ja, aber was diesen Run noch impressive macht, also jetzt ist noch nicht wirklich gesehen. Er macht einige Fehler am Anfang, ist aber ich glaube von VC, also Vanish Cap Stage. Ab da hat er gesagt, ist der Run perfekt, oder er konnte nicht aufhören gut zu spielen. Ever since I stopped eating cereal, it's been like kind of tough, you know? Also mit keinem Major Fails, also keine Ahnung, so wie Ground Pound oder so. Zumindest glaube ich das, weil es so gesagt wird. I've had oatmeal every day for like 2 weeks straight or something. Ein bisschen leiser bei mir. Need something different. Kannst du ein bisschen lauter machen. Ah, okay, da hat er den Fans verkackt, hat aber trotzdem, gibt aber trotzdem eine Double Jump O-List. Schafft's auch. Also ja, dieser Fans ist da ein bisschen really ziemlich like präzise. Mangoes that much. Or I haven't had them in a long time. Aber das Ding ist, er ist da nicht so, jetzt so mad, als wenn er das im, also, er ist da nicht so krass mad drüber, wie zum Beispiel in einem 16-Sterne-Run. Weil 120 Sterne hat wirklich einiges an Zeit, was du wirklich da rausholen kannst. Jetzt in Suichis Fall ist er jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht recht irre, gerade bei unter den Top 10. Also ich glaube auch schon Top 6 oder so gewesen. Müsste ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall war er sehr gut an sich. Aber ansonsten, also er war schon sehr gut allgemein, aber dass er sowas geschafft hat, nach nicht mal einem Monat zurückkommen, ist schon impressive, weil er hat eine Pause eingelegt, nach, so roundabout, keine Ahnung. Also nachdem er halt 120 Sterne fertig gepracticed hat, hat er halt eine Pause eingelegt und hat dann, ja, nicht mehr wirklich... Ich glaube, gespielt. Ich weiß nicht, ob er noch gepracticed hat, aber er hat auf jeden Fall nicht so viel gespielt wie davor. Und das ist umso krasser, dass er kurz nach dem Zurückkommen direkt erst eine PB macht. Eine 1:37:0. Und ja, jetzt dieser Weltrekord halt. Es ist wirklich krass, weil man hätte es auch gar nicht erwartet. So von aus dem Nix kam das wirklich. Ich würde sagen, es ist ein bisschen laut bei mir. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Vor allem, wenn er redet. Very silly. Jetzt ist Jolly Roger Base. Es ist ein bisschen doof, dass es in einem 120-Sterne-Run so am Anfang ist, die Stage. Weil es ein bisschen langweiliger ist als andere Stages. Aber es gibt trotzdem coole Tricks, die man hier machen kann. Als allererstes natürlich hier dieser Secret Star. Der ist ganz chillig. Man hat so, muss halt diese Coins einsammeln. Trotzdem macht er das auch mit sehr optimalem Movement. Ah, Gmizigi so süßer. Jetzt will Joshua respawnen wieder was. Coconuts and coconut flavored anything sucks. Bro, wie random kommt der an mit solchen Sachen? Joshua from Resports, ich hasse dich. I haven't really had coconut stuff, so I can't speak on that. Aber sowas wie, keine Ahnung, Milky Way schmeckt doch so geil, oder? Ich weiß nicht, ob in Milky Way Coconut drin ist, aber... you know, it's moving forward. War das Milky Way? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, schmeckt doch so geil. I feel like I've got a pretty good system. Also ich weiß nicht, was Green Suichi hat, aber er zieht irgendwie die ganzen Kids an. Also, die ganzen Leute, die kaum Ahnung von dem Game haben. I'm getting exercise in und, every day. Hanging out with friends once a while. Dass viele Leute einfach auch gar nicht irgendwie Sachen gar nicht verstehen oder so. Halt viele Kids, die halt irgendwelche Fragen stellen wie, yo, kannst du mal kurz das und das machen oder so.
Oder machst du das und das? Aber once winter comes around, ich glaube, YouTube muss sich einfach dran gewöhnen. Which will kind of suck, but whatever. Naja. Und da schwimmt der kleine König. In den wohl ersten Stern von allen. Whoops, das war nicht mit Absicht. So, welchen Stern macht er jetzt? Das ist eine gute Frage. Okay, jetzt macht der Framewalk. Was man auch hört. Dieser Framewalk-Trick ist sehr präzise. Man muss nämlich. Ja, yeah, I did. Leave the stream to go. Ich versuch's mal vorzuzeigen. Man muss auf dem Controller muss man ganz schnell hoch und wieder neutral machen. Und das war jetzt bei mir meinem Beispiel zu langsam. Er macht irgendwie. Oder so. Weiß nicht ganz genau, was seine Strategy ist. Aber auf jeden Fall, er ist wirklich sehr gut drin. Und Framework ist auch sehr präzise, also. Pretty sure the cheapest gem near me is like fucking. Jetzt macht er die 100 Coins. Ich glaube, das ist einer der nervigsten Sterne in dem. In der Stage. Nicht im Spiel, aber in der Stage auf jeden Fall. Aber trotz alledem macht Bootsfeed das mit einer Glavur. Bodyweight stuff, because. Hier, ja, hier passieren Sachen. Cool. Er macht es trotzdem sehr präzise. Also. Like my next step after I lost so much weight. But I feel like my weight right now is like I could lose more weight. But I have to. Jetzt redet er davon, wie viel er abnehmen könnte. Also klar. Wenn wir schon drüber reden, ich könnte auch mehr Gewicht verlieren, aber warum sollte ich? And I'm not trying to lose I think it's kind of a good spot. Soll er sich die Red Coin? Oh, das war präzise, aber er hat das auch hingemeistert und ja, da hat er dann die 100 Münzen und auch die den Red Coin Stern. 270 a month? What the fuck? Ja. Bro is rich. Er kann auch gerne unten mal auf den Sub-Counter von ihm schauen, weil gegen Ende wird er absolut viele Subs bekommen. Das wird auf jeden Fall krass. Mal ganz kurz gucken, wie lang das Video ist. Es ist wirklich nicht länger als der Weltrekord. Also, er geht auch nicht durch die Credits oder so. Was leider schade ist. Ich würde mir gerne die kompletten Credits anschauen. Mit seiner Reaction USB. Wenn ich da gucke, nochmal auf like Twitch, weil er hat es da wahrscheinlich safe auch gearchived. Da macht er einen Downwalk. Really like ja. Der ist cool. Den lieben wir. Okay, hier macht er einfach nur einen Bockstern. Natürlich auch wenn es ein bisschen langweiliger ist, trotzdem sehr präzise, muss man dazu sagen. Thanks, K-Man. Es sind, glaube ich, noch zwei Sterne, ja. Zwei Sterne. Das sieht man auch bei den kleinen Splits. Die hat er sehr cool aufgebaut. Hat er mit schönen kleinen Bildern. Und immer hinten die Anzahl der Sterne, die noch übrig sind. Oder beziehungsweise mit welchen er das Level verlässt. In dem Fall sind es nur noch zwei Sterne, die er machen muss. Ich glaube, genau, einmal der Stern da unten. Und welcher Stelle noch? Ja, der Aal. Der Aal muss er auch noch machen. Ist auch ein etwas anstrengender Stern, aber wenn man so gut ist wie er, dann ist das, glaube ich, ein bisschen mehr consistent. Übrigens tut mir leid, wenn ich die ganze Zeit schniefe, aber ich habe eine Nase, die zu ist und ist gar nicht gut. Okay, das ist eine sehr awkward Lag Reduction. Also, viele wissen es nicht, aber das Spiel ist sehr laggy. Und auf Originalkonsole gibt es sehr viele gute Setups für Lag Reduction. Also,
I'm just like not Leg Reduzierungen. Und also, ja, damit die Frames, damit man halt schneller ist. Boah, einfach JRB Gold. Könnte auch Community Gold sein, aber ich schätze mal nicht. Also Community Best. Also ich weiß, in einer PV hatte Mitsuchi es geschafft, auch Rainbow Ride Community Best von ganzen 6 Sekunden zu schaffen. Also in 6 Sekunden. Was auch immer das gerade war. Yippie Gold. Ja. Ah. Oh. Dame. East Gold 12-6. 12-7. Yippie Gold. That's what I'm saying, man. Yippie! 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 Ja. Jetzt macht er die Wingcap. Ja, genau so hieß die. Dude, er hat's verkackt! No, no, oh shit. No, man. Ich habe das. Ich habe. So als ob er das verkackt hat. Annoying. Why? Why? I just don't lie. Wow. Oh, das nimmt ja so viel I Zeit weg, ne? Das ist so dumm. Alright, man. Just mess that star up every single time. Jedes Mal kackt er ab. Oh, shit. It's getting old. Ehrlich gesagt, habe ich da nicht viel Erfahrung mit dem What the fuck? Movement? Das war weird movement, aber ja. Alright, I'm happy now. Hat's geschafft. Kidney failure. Hey. Ich guck manchmal unten in den Chat, das ist witzig. Ich chat ja auch manchmal in seinen Chat. Leider aber während des Weltrekords war es irgendwie 5 Uhr morgens oder so. Oder 4 Uhr morgens und ich habe noch geschlafen. Ich bin aufgewacht und habe mir den Weltrekord angeschaut, als es rewatched hat, bin ich gerade reingekommen, als er Ende Bowser rewatched hat. Also nicht als er in Bowser war, jetzt in der Run hier, sondern wirklich als er rewatched hat nach dem Run nochmal. Wir waren irgendwie, keine Ahnung, lass mich lügen, 8, 9 Uhr in der Früh, also ist actually schade. Thank you for sharing. Ist aber auch cool, so Namen im Chat wiederzuerkennen, die man alle kennt. Zum Beispiel Evasion, gegen den bin ich mal in einem Tournament angetreten. Ich bin einer der letzten Plätze geworden, aber er ist erster Platz geworden. Also er ist wirklich ein guter Spieler. Pure disappointment. Aber nicht so gut wie Green Suichi, Tatsache. Deswegen hat er noch keinen Weltrekord. I feel like that's not. Ja. Bannable. I don't know. Not the end of the world. So, jetzt macht er, ich glaube, Bomb King, ja. Bomb King vor allem. Bomb King. Ich weiß, wie der heißt. Wie heißt der? Keine Ahnung. Big Bob on Bond is Summit. Nah, I'm gonna do my own thing. Yeah, that's what I'm saying. That's what I'm aber er ist wirklich präzise, also man merkt, fast alles ist durchtrainiert, jeder einzelne Schritt. Also es ist wirklich insane, was er, auch wenn es jetzt kein Weltrekord-Pace jetzt bis jetzt ist, trotzdem was er so schafft gerade. Ich glaube, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es ist auch gerade etwas weiter hinten vom Weltrekord. Von Luigi. Jetzt macht er. Ah, okay, jetzt macht er. Very good. Den Cooper the Quick. Und ja, das right, macht er easy. 17.8. Das ist immer sehr cool, zu raten oder so, was für eine Zeit der bekommt, aber ehrlich. Auch geil. Hier ist jetzt ein geiler Movement, das ist sehr cool. Ja, rede ich jetzt mit der Bob-Bomb. Mach die Kanone auf, während der Typ hier, der Cooper the Quick, auch zu langsam ist und man warten muss. Aber jetzt kommt's. Um ihn schneller zu machen, geht er hier hin, reload die Bälle, weil wenn
Kubatik Quick über die Bälle springt, ist er etwas besser. Oder etwas schneller, meine ich. Ich weiß nicht, ob er es in dem Fall hier geschafft hat. Aber das ist halt eine sehr präzise Strat. Und er hat es auch easy geschafft, hier vor dem Cooper anzukommen. Also ist schon präzise, aber er kann es halt. Er kann es halt einfach. Much do you pay? I'll be a mod. Bro, Joshua, dich will keiner als Mod. I don't make that kind of money. Weil es geht gerade darum, die haben eine Channel Points gemacht, ob Bowser tanzt, weil es gibt eine 10%ige Chance, dass Bowser tanzt. Und das ist irgendwie so 0,2 Sekunden schneller. Why not? Alright, there we go. Mod applications are closed. Das Ding ist, er hat genügend Mods, muss ich ganz ehrlich gestehen. This is too captivating. Und das Ding ist, das Witzige ist an der, hier an der Channel Point Ding. Ich war ja noch in dem Stream beim Rewatchen und bis dahin wurde diese Dings immer noch nicht beendet. Es wurde erst, als nachdem Green Sweet Chi schon längst schlafen war und so eine Watch Party gemacht hat, wo alle Streams nochmal, alle PBs nochmal gestreamt wurden hintereinander. Erst nachdem alle Mods wieder wach geworden sind, nachdem sie geschlafen haben, haben die dies erst beendet. Und es war voll funny. Sorry. Also war das noch ein bisschen. Jetzt wird's Zeit für die 100 Münzen in diesem Level. Und also hier ist jetzt ein bisschen RNG involved. Also hier nicht, aber vorhin gerade. Da muss man den weglocken. Da holt man sich die dritte. Da holt man sich die Coins. Da holt man sich die normalen Coins. Ja, das ist normal. Ah, hat die Coins gemisst. Eigentlich schade. Ja. Yeah. Rough. Da hat er, aber ansonsten. Ist auch egal. Hört sich natürlich trotzdem so viele Coins wie er kann. Das war eigentlich sogar sehr gut, dass er gerade so viele Coins bekommen hat. Ja, 66 Coins ist wirklich gut. Alright. Er hat's auch irgendwie gesaved. Ah, scheiße. Sein Rollout war nicht so gut. Go, man. Stop. Okay. Scheiß RNG, aber was soll's. No, dude, I swear I should have grabbed that. Ah, das ist schade. Game, also man. Wirklich. Genau, wie gesagt, das Ende hier ist etwas RNG-based, also. Can't win today. Wirklich nicht gut. Oh, ist das. Oh, das ist dreckig, das ist dreckig, das ist dreckig RNG. Cool. Very awesome. Wenn er Glück hat, kann er sogar Double Stars Bond bekommen, oder? Ah, ein Frame. Ich glaube, ein Frame war's. Ja, ein Frame. Es gibt nämlich, wenn man, ich glaube, drei Frames, nachdem man den 100-Stern-Coin eingesammelt hat, noch einen Red-Coin-Stern einsammelt, kann man beide Sterne gleichzeitig spawnen lassen. Nur in dem Fall hier waren es, glaube ich, zwei Frames auseinander und hatte dann, ja, eigentlich schade. Ich glaube, jetzt spammt Joshua einfach nur noch Mod Me. Warte mal, kann ich sogar noch mal zeigen hier. Hier unten spammt er jetzt einfach Mod Me, Alter. Also Joshua from Resports, ich werde nochmal mit dir reden. Nein, Spaß. Aber yeah, I can make good tutorials, I just don't really care to, I guess. Already made a pretty good. Also ich glaube, er verliert hier nochmal ein bisschen Zeit. Maybe überall. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob er gegen Average oder also gegen Balanced oder gegen seine PV-Splits antritt. Könnte beides sein, aber. Vielleicht werden wir auch rausfinden. Don't want to share any of my exclusive tips, you know?
keep it all to myself. Yeah. Okay. Oh, also, das habe ich noch. Ah, okay, schade. Das habe ich auch noch keinem 120-Sterne-Runner zugetraut, dass er das da in einem 120-Sterne-Run macht. Sorry, man. Klar, bei ihm war es jetzt ein bisschen langsamer, aber trotzdem. Trotzdem, dass er das überhaupt macht, ist schon sehr respektvoll. Muss ich sagen. Okay, jetzt kommen die beiden Pillarless. Das ist wirklich ein harter Trick. Also ich kann das auch kaum. Okay, er macht als erstes den Stern, warum auch immer. Oder macht er zweimal Pillars? Ich bin mir gar nicht sicher. Scheint nicht so. Okay, jetzt macht er die Red Coins. Mit einem präzisen Jumps. So, das da war gerade ein Frame Perfect, I thought I was dead. Ein Frame Perfect, wie heißt es? Sidekick? Slidekick, so hieß es. Und, das sind halt zwei Frame Perfect Inputs und die hat halt gut geschafft gerade. Oh, dieser Vogel, ne? Yeah, thanks for letting me see, man. Cool. Okay, hier gab es noch eine Speed Strat, aber die hat er leider nicht geschafft. Trotzdem ein sehr guter Attempt. Er kann nämlich jetzt so die letzte Red Coin einsammeln und wenn ich mich nicht irre, war die Zeit auch unter einer Minute bei dem Stern. Correct me if I'm wrong. I did. No, I didn't lose a run to it, but it just maybe lose like 10 seconds or something crazy. Bird is crazy today. Ja, Bird is crazy today. Das sag ich auch. Jetzt macht er den leichtesten Stern von allen. Aber ich weiß nicht genau, warum er. Ah, nee, doch nicht. Okay, er macht jetzt den Boss. Ich dachte gerade, er macht Dings, aber macht er nicht. Gibt es nämlich einen sehr präzisen Jump. Aber den meistert er auch mit Gravur. Yeah, it threw me off and then I killed the run. I fucked up, but it like I don't know. It probably I don't know. Would it have died if the bird didn't throw me off? Who knows? We'll never know. But yeah. I will blame bird because I don't want to blame myself because it can never be my fault, you know. Yeah. It's always the game's fault. Yeah, immer das Game. Also, aber ja, der Bird-Stern ist wirklich präzise, also. Das ist zwar jetzt nur ein kleiner Timesave gewesen, ich weiß auch gar nicht, warum er das wirklich gemacht hat. Aber, naja, jeder kleine Timesave passt doch. Er macht es ja auch schon seit Jahren, diesen Trick. Bloß nicht. Jetzt sind die 100 Coins plus die Secrets. Secrets, die 5 Secrets dran, oder die Itty-Bitties, wie andere sagen. That coin is gone. It's actually probably best to do ich krieg doch ein paar Discord-Nachrichten, Mensch. A coin, an extra coin was ehrlich gesagt, ob die wichtig sind. Kann gerne mal nachschauen. Scheint aber nur at everyone pinks zu sein. Ah, okay. Okay. Okay, nice. Er schafft es relativ gut gerade. Bin mich ganz sicher, aber ich weiß auch gar nicht, wie viele Coins man in dieser Route missen kann. Ich weiß nicht, ob man überhaupt eine missen kann. Ich glaube nicht, nee. Doch, man kann eine missen, weil dann hat man Backup. Aber ansonsten eigentlich nicht, nee. Ja, auch ein cooler Jump. Okay, da hat er den Secret Stern schon mal hervorgezaubert. No. Oh, okay, er hat die Coin verkackt. Deswegen muss er jetzt Backup Goomba besiegen. Das lust ein bisschen Zeit. Aber
It's okay. But es macht trotzdem. Es ist trotzdem der einzige Bäcker mit dem Level. Oh. Scheiße. Ich hätte jetzt erwartet, dass, dass es gut ist, aber. Ja, ich glaube, ich. Kann auch verstehen, das war jetzt nicht das Optimalste. I need to practice most of the stage. Oh, man sieht auch, ich glaube, er verliert wieder Zeit hier. Ja, er verliert auf jeden Fall Zeit. Ich glaube, mit einer 3 Sekunden? Ach du Scheiße. Also ja, er ist jetzt gerade hinter seiner PB. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das Balance sind, aber ich schätze mal seine PB. Weil er hier einen Fehler gemacht hat. Okay. Jetzt holt er noch den zweiten. Okay, makes sense. Denn jetzt sind Hazy Maze Cav 100 Coins dran. Das ist auch. Genau, dieser Stern hat sogar seinen eigenen Split, weil das ist eines der schlimmsten Scheiß-Dinger, die es gibt. Und zwar, als allererst dieses Awkward Movement hier, aber das ist noch gar nicht das Schlimme. Weil es hat mit RNG zu tun, es hat mit, ist auch einfach ein langer Stern. Also, einfach weil die Stage so groß ist. Und ja. Stern geht über eine Minute, ich glaube sogar 2 Minuten. Okay, in seiner PB ging es 2 Minuten und 25 Sekunden. Das ist schon sehr lange für ein einzelner Stage Entry. Ist auch offiziell so, dass man das als so anerkennt. Oh. Und er hat's verkackt? Yep, of course. Last time I fuck it up, oh. Next time I fuck it up again with the ground pound. Awesome. That is so wow. Awesome. Das hätte ich nicht erwartet. I don't even know when to time this anymore. Also, das ist wirklich einfach, was ich lange nicht gesehen habe. Very awesome. Und dann auch noch einen Weltrekord, also wirklich, ich glaube. Actually fucking ridiculous. Ja, also dass das noch in den Weltrekord hinzugekommen ist, man merkt wirklich, dass die zweite Hälfte dann wirklich einfach nur insane ist. Weil wenn sich sowas in den Weltrekord reingeschlichen hat, ich weiß nicht. Es war auch eigentlich nur ein Grind für PB, also man hat jetzt nicht erwartet, dass es auf einmal Weltrekord wird. Immerhin ist die Coin gefallen, oder? Nein? Auch nicht. So dumb, man. Ja, guck mal, jetzt verliert jetzt schon Zeit, was richtig kacke ist. Also ja, er hat wirklich einiges an Zeit verloren hier. Yep. Der Arme. Jetzt hat er wirklich nur noch 2 Minuten Playroom, beziehungsweise 2 Minuten und 20 Sekunden Playroom. Um seine, oder? And we're doing this. Na doch, 2 Minuten und 20 Sekunden Playroom, um sein Goldzeit zu bekommen. Was gar nicht so viel ist, wenn man bedenkt, dass es so lange ist. Und solche kleinen Mistakes auch schon hier sind. It's just so ridiculous. Aber dass man das wirklich so schafft, ist wirklich insane. Aber ihr werdet noch bald sehen. Vor allem, ihr müsst euch bedenken, er hat jetzt, obwohl er noch so viel Playroom hat, um seine PB zu brechen, hat er noch trotzdem insane Sachen hier geschafft in dem Run. Also, es ist wirklich ein Augenschmaus. Naja, zumindest nach BC. Hier nochmal ein Jump über das Ding und er macht den Hazy Maze Cave BLJ. Er macht so eine Advanced Technik, also die kann ich nicht. Die ist wirklich scheiße schwer. Aber er kann es sehr gut, muss man ehrlich gestehen. Eine riesen Thermoskanne, ne? Ich kriege auch Nachrichten hier, sorry. Wir haben auch Halloween-Zeit, deswegen sind die Nachrichten so cool auf Discord. Oh, yep. That's a fucking side flip.
Ja, das würde ich auch sagen. Ja, man merkt, er ist nicht gerade happy über die Mistakes, die er macht. Aber er und alle im Chat hätten auch nicht gedacht, dass das hier noch Weltrekord wird. Dude, just... I just can't play, man. Ja, also er macht schon viele Fehler hier gerade. Natürlich nur minimale Fehler, aber... Das ist ja irgendwie keine wie gesagt, Frage. Wenn man jetzt 1-2 Sekunden Fehler macht und 1-2 Sekunden Fehler hier macht... Und immer wieder, dann kommst du irgendwann auf Minuten. Also, wirklich. So, jetzt kommen wir zu welchem Stern? Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, wir sind jetzt bei den letzten Sternen, also nicht mehr vieles. Aber ich... Ich schätze mal, jetzt ist es ein. Genau, jetzt ist es der Triple Jump Stern. Hier über die Wand. Ja, weil die Wände in der Stage, by the way, die sind echt verbuggt. Beziehungsweise die Dächer, genau, die Dächer existieren in dem Level gar nicht. Und deswegen alles ganz weird. So. Jetzt kommt nur noch Watch for Rolling Rocks und Amazing Emergency Exit. Und, ja. Ja. Ja, ja, ja. Das wird, krass. Okay, hier auch Sea-Up Sliding, was auch sehr cool ist. Sea-Up Sliding ist einfach nur eine Technik, womit man in der First Person von Mario etwas Speed hinzugewinnt. Ich weiß nicht, was er nebenbei schreibt, aber... Er schafft es irgendwie. Ich kann auch nicht einfach so nebenbei schreiben und kurz Weltrekord machen. Weißt? Aber ich glaube, wieder ein bisschen Zeit hinzugewonnen. Okay, yeah, it's a 35 at least. Okay. It's fine. It's just... It's yeah. Gonna be hard to make back this time for a while. Few splits anyway. Jetzt sind wir auch schon bald bei... It's fine. DC, also Vanish Cap. Wo er danach wirklich nur noch perfekt gespielt hat. Aber LLL ist jetzt erstmal davor. Das ist auch eine sehr coole Stage, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch sehr cooles Movement, was er hier gemacht hat. Das mache ich so ähnlich, nicht so gut, aber ähnlich. Das ist auch, also natürlich ist der Stern nicht der schwerste. Ich weiß auch gar nicht, warum er den als erstes macht. Aber es ist halt seine, ist halt seine Auswahl an Sternen, die er in der Reihenfolge macht. Aber er macht als erstes. Wahrscheinlich, aber du weißt hier, dass ich haben will oder so, keine Ahnung. Jetzt macht er den Triple Jump Stern. Viele denken immer, dass der andere Triple Jump schneller ist. Oh! Was? Backup, oha! Den Backup habe ich noch lange nicht gesehen. Also ich habe ihn noch gar nicht gesehen, um genau zu sein. Sehr insaner Backup, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, oh mein Gott, stimmt. Auf dem Sign, wenn du auf dem Schild draufspringen möchtest, hast du einen One-Frame, also meiste Zeit hast du dann einen One-Frame, wie heißt es? In One-Frame Input irgendwas. I am shocked I didn't make it, to be honest. That just doesn't really happen, but okay. Okay. Cool, I... Wow. Okay. Also, das war just fucking get in the lava. Das war jetzt just ein sehr langsamer Stern, muss ich ganz ehrlich sagen. Like, I don't know. Aber ich darf mich nicht beschweren, weil... It just kinda sucks. Ich könnte es nicht. Ganz ehrlich. So, jetzt kommen wir zum einzigen. Oh my gosh, guys, we are gonna... Ah, jetzt macht er Against Balance Splits. Ich glaube, er hat die Splits geändert. Auch der Chat hier. I've never seen that sign back up. That was insane. Habe ich davor auch nicht. Unfortunately. Aber schon insane, dass er das so schafft. Here we go!
So, was hat er jetzt für einen Stern? Jetzt hat er einen Vulkanstern. Welchen von beiden? Ich schätze mal Lava Boost. Lava Boost ist ein Trick, wo man hier sehr cool. Oh nee, macht er nicht. Okay, never mind. Bei mir ist es immer so, ich mache immer die schwersten Sterne am Anfang. Aber er hat sich wohl dagegen entschieden. Okay, das hat er jetzt. Oh. Ah, okay, er macht 100 Münzen. Ich dachte gerade, er geht jetzt nochmal da rein, aber nee. Er macht jetzt die 100 Münzen. Oh wow, okay. Das war ein sehr insaner Grab, actually. Also ein sehr knapper, also nicht insane, aber knapp. Er hat auch jede Coin bekommen, die er bekommen wollte. Ach stimmt, er macht ja gar keinen Lava-Boost in dem. Wegen den Coins hier drin. Ja, das habe ich komplett vergessen. Aber ja, so geht's auch. Naja, hat einiges an Zeit verloren. Ach, was wurde da nochmal Zeit verloren? Ah ja, bei den Bullies. Aber that's fine. Wie wir schon von der Beschreibung, wo er das hier auch geschrieben hat, warte mal. I just couldn't stop playing while leaving VC. Also VC ist Vanish Cap. Das heißt, nach VC kommen keine Fehler mehr. Oder beziehungsweise sehr wenig Fehler. Jetzt geht er raus zu Vanish Cap. Oh mein Gott. Oh, das war weird. Oh mein Gott. Okay. Oh, er hat sogar den Zeichen verkackt. Das ist sehr schade. Da ist, glaube ich, auch ein Fehler. Das war ein Fehler gewesen. Sicher, dass es trotzdem schneller hinbekommen, als ich es gehen könnte. Oder noch nicht kann. Spaß. Aber ansonsten war es relativ clean. Oh, er hat sogar verkackt. Hard, man. Like, er hat sogar gesaved. Und ich hoffe, jetzt, ab jetzt ist es so, dass er keine Fehler mehr macht. Aber Siglemic hat er leider nicht geschafft. So heißt übrigens der Trick. Und ein alter Speedrunner, der jetzt nicht mehr da ist. Ups, verkackt. Yeah. Like, if you miss LBLJ, hit the door, that's 20. Barely your fault. Or like, I don't know, man, it's just, it's rough. I mean, if you fall at the end of the Dark World, okay. Which is just ein sehr guter Anfang hier. Gar nicht so schwer wirklich auszuführen. Aber ansonsten gar nicht so schwer. Junge, der ist so oft am Trinken, ne? Der hat doch immer sein cooles kleines Handtuch. Da macht er immer seine Hände trocken. Merke ich sehr oft. Aber ist auch, glaube ich, gar nicht so schlimm. Weil, guck mal, wenn man schwitzt, dann, wenn man spielt, dann schwitzt man halt sehr oft. Vor allem in den Händen und vor allem, wenn man nervös wird. Also kann ich schon verstehen, dass er so ein schönes Handtuch immer mit dabei hat. Ein schönes Handtuch. Und ja, da macht er sich halt immer die Hände trocken. Ich persönlich habe es auch mal getestet, aber ich bin ehrlich, bin da nicht so ein Fan von. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Ich würde lieber einfach spielen, dass gerne so eine. Einfach so was zu waschen habe, einfach, wo ich meine Hände mal waschen kann und
danach abtrocknen kann. Oder irgendwie so, weil ich mag das nicht, wenn ich nur den... nur das, den Schweiß abrubbel. Das fühlt sich irgendwie ekelhaft an, meiner Meinung nach. Yeah, LBLJ is just... LBLJ route has all the hardest stars in the basement added. Like, in no LBLJ, you do all the easiest stars, basically. Every star that gets added is hard. Harder than... Weiß halt nicht, ob die gerade bei LBLJ Stars... Teams make basement way harder, and then also... 16 Sterne reden, aber ich schätze mal 16 Sterne. Runs are just way harder to get going. Aber es macht gerade Probleme bei mir, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Just because of LBLJ. Kodierung ist überlastet. Das glaube ich nicht. Wird gleich wieder gehen. Passiert schon mal. I mean, I would switch once you're capable of doing the full route. So. You can also do die Slide war auch relativ clean, da gibt es jetzt keine großen Skips. Es gibt eine andere Möglichkeit, indem man sich dahinter glitscht, aber es ist halt sau schwer. I also switched after getting like a 15. So. I will obviously have a very biased opinion. So, hier macht er jetzt 100 Münzen und dafür muss er glaube ich nochmal auf die Slide. Ja. Das ist actually auch ein 70 Sterne so, dass man das so macht, aber auch egal. So. Hier ist auch ein sehr präziser Skip. Sonst sagt er irgendwie, wenn man runterspringt oder so, dass man gecheatet hat, aber das ist irgendwie so ein 2-Sekunden-Check. Und wenn man diese 2 Sekunden einfach einhält, dann hat man Glück. Ja. Das ist basically das. Oh, das war ein bisschen knapp, aber er hat es doch gerade so geschafft. Gut. Very good. Very good, okay. Also schon gut für die zu sein. Und er trinkt wieder aus seiner Flasche. I think this has been solid, I just haven't had like the cleanest movement, but. Yeah. No mistakes, so. Okay. Really? Damn. That's lame. I tried to upload an X Cam record to this guy actually earlier, and they don't let you post videos over a minute. Ich dachte gerade, Which is also unfortunate. Ich dachte gerade, Bier ist okay, aber. But you know, whatever. Er wollte den Stern machen wahrscheinlich. Nur das hoffe ich das. But at least to me, like, I don't know. Das ist auch eine Leg Reduction mit so wie eine Kamera. Like. Aber er schafft es. Every social media platform is auch geil. Some sort of slightly evil corporation. There is no winning. Jetzt kommt BBH, aka Big Boo's Haunt. Ich glaube, hier gibt es nicht wirklich viele krasse Tricks. Eher einfach nur Movement. Es ist wirklich eine sehr krasse Movement-Sache like in dem Game. It, hier, also zumindest in BBH. Aber ansonsten scheint es auch mit Klavier zu schaffen. Hoffe ich mal. Der erste Stern ist die Uhus. Dafür gibt es hier einen coolen Glitch, wo man durch die Türen gehen kann. Es gibt nur eine japanesische Version. Aber das ist wirklich eine sehr präzise Sache. Viele Leute schaffen es nicht in der First Try. Ich weiß auch gar nicht, wie weit er das First Try schafft. It has been for a while. Ich glaube, da hat es nicht geschafft oder hat es nicht mal versucht. Ich bin mir sicher. Kann aber nicht so zu sagen. Only use it for posting like PDs and go live tweets sometimes. Genau. Das ist auch ein Ding. Hier kann man aus Versehen durch die andere Seite der Typ durchgehen, manchmal. Aber er hat sie geschafft, also war es, glaube ich, nicht so schlimm.
Und ja, er hat beide Doorskips hier geschafft. Also, scheint es wohl doch nur 2 gewesen zu sein. Zumindest hat es jetzt Nebula gesagt im Chat. Nebula kenne ich auch. Auch geiler Typ. Der hat eine sehr gute Zeit in Super Mario Bros. Und auch eine sehr gute Zeit in Mario 64. So, jetzt hier macht er die Reds. Die sind auch. Ah, er macht Reds und 100 Coins. Never mind. Like, I just don't even bother anymore. It's just like. Eventually got to the point where oh, like, eine like, Coin. Yeah, okay, cool. Aber ich glaube, das ist fein, weil er hat jetzt auch nicht mehr so. Jetzt sind übrigens diese Hexboxen nicht mehr da. Also jetzt noch in der Zwischenzeit die andere Coin, aber. Schaff es auch mit Glavu. Jetzt macht er hier nochmal den Auge. Während dieses Auge dann stirbt, holt er sich die beiden Red Coins und holt sich dann hier nochmal die Coin. Ja, so ungefähr läuft das hier. Und holt er sich hier noch beide Bücher. Nicht optimaler Move. Nicht optimales Movement. Aber trotzdem. Gut. Ja. So, wenn man weiß, was die kleinen Fehler sein können, dann kann ich sie auch aufpointen. Natürlich ist das jetzt nicht keine Run-Ben-Fehler, aber schon cool, dann so ein. Ja, so was zu haben, ja, wisst ihr. Wisst ihr, wie ich mein? Yeah, I just haven't opened it in a long time, but every time it ends pretty quickly. So, was für ein Stern kommt jetzt? Jetzt haben wir noch ein Stern. Oh mein Gott, noch ein Stern. Alter Mann. Ah, okay, wir machen den Big Boost Balcony. Genau, so sieht nämlich dieses Movement hier optimal aus. Also halt ohne den Ledge Grab. Haben wir geschafft. Yeah, I mean it's just for the better. So. War auch ein sehr optimales, sehr optimaler Stern. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Muss ich ehrlich gestehen. Even before it, we just kind of, Okay, jetzt hat er hier Vanish wieder. Vanish. Jetzt macht er nämlich das Auge, was hier drinnen versteckt ist. Und sehr groß ist. Ich wollte gerade sagen, das ist der letzte Stern. Es fehlen noch 2 Sterne. Da muss ich echt überlegen, welche das sind. Ah, okay, einer ist unten bei BDBDBDBUBB. Und. Was war der andere? Which, I mean, I know is not the point of a social media app, but. Okay, was ist das andere noch? Jetzt werden es ja bald herausfinden, oder? Welche Coins haben wir? Secret. Ah, ja, das Secret by the Books, genau. Das, was wir jetzt machen. Den Stern hier habe ich kurz vergessen, aber den macht man auch in der 70 Sterne Route. There's too many things to list. It's just every. Und jetzt kommt noch das. Das ist cool und so. Sorry. Husten und Schnupfen heute on point. Also. Gibt keine besseren Tage dafür. Boah, Frame Perfect Turnaround. Alter, geil. Jetzt so. Linker's BBH ist really good. Kannst du auch so wie zu Cheat, come on. I don't wanna jinx everything, but.
Yeah, that's really good. It's close. Is it community best? Anyone know? Also, thanks for the prime sub, Jack. 626.79. Oh. Mm. Yippee! Yippee! So. Warte, ich mein, glaube, ich hasse den Kopf. Oh mein Gott! Ich sehe jetzt erst den Gold. Habe ich es gar nicht mitbekommen. Aber was hat der gesagt? Steht hier irgendwo... Okay, es ist nicht Community Best. Das ist... Schade, aber naja. Es ist trotzdem Gold für ihn. Sextier Swimming, what the fuck. Wenn es Japanese Textbox gibt. Oh, please God help this white boy. Hey. Ja, aber jetzt sind Dire Dire Dogs 100 Coins dran und die sind auch ultra scheiße. Ich sag das jetzt einfach mal so. Guck mal, alleine. Guck mal ganz genau hier. Er hat eine Weile dafür gebraucht. Ich weiß nicht genau, wie lange der Stern allgemein dauern würde, aber naja. Okay. Okay, das war ein bisschen knapp, aber er hat es trotzdem geschafft. Hat hier eine gute Position. Position? Very good. Gold again. Okay. Ah, noch ein Gold für ihn. Also, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber er scheint wirklich heute einen sehr guten Luck mit Gold zu haben. Das mache ich auch nicht häufig. Aber er ist halt so trainiert in diesem Game. Er schafft das einfach. Das Ding ist, viele Runs von ihm, die über eine Stunde gehen, sind auch am Ende gute Zeiten. Also, er verkackt öfters im Anfangsgame und weniger im Late Game. Okay. Just had to pee and now everything is gold. Be random. So low, I thought I was going to hit the wall and warp to the bottom. Das wäre natürlich kacke gewesen. Hopefully I did not. Man kann nämlich die Wand dahinter berühren, dann wird man auf den Boden teleportiert, was ein bisschen doof ist. Aber ich glaube, in dem Fall ist es halt nicht passiert. Es macht hier den sogenannten Chip-Clip, ein sehr präziser Clip, aber den hat er gemeistert. Okay, jetzt macht er den... Oh, schade. Dieser Input, aber hat er nicht geschafft, leider. Jetzt macht er Front Sub auf ganz süß. Und den 70. Stern. Und jetzt macht er nicht weiter mit der Dioxid-Sache, sondern macht weiter mit Bowser in the Fire Sea, weil diese Wand sich da jetzt bewegt hat und es schneller ist, als erstes hier vorne reinzugehen. Auch wenn nur vielleicht eine halbe Sekunde oder so. Aber wenn man es machen kann, halt warum nicht. Das ist halt das ist auch eine coole Abwechslung, wenn man jetzt so spielt. Ich dachte ganz kurz, er ist verkackt, aber ich glaube nicht. Weil ich bin so an normal gewöhnt, dass hier hoch geht.
Aber ja. Er hat einen sehr guten Cycle gehabt. Auch schafft sogar den unteren. Das auch sehr, sehr präzise. Den schafft er auch. Boah. Also besser hätte es nicht laufen können. Und ja. Ein bisschen die Kamera ändern, dass ich hier auch auf dem Bild bin. Mehr. Mikrofon können wir auch ändern. Bisschen. Ach. Ja. Ist es nicht so in meiner Fresse. Und ich kann besser reden. Das Ding ist. Das macht er auch mit dem One-Spin, oder? Ja. Oh, das ist sogar sehr schnell. Ja, links ist 26 Months, Bruno. 26 Months. Das sind über 2 Jahre, die er subscribed hat. Das ist schon sehr viel Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Damn, that ledge clip might have killed gold. I don't feel like this is particularly fast, but whatever. Was? Gold? Ist es Gold? Nah, er ist nicht Gold. Also so schwer ist es nicht. Da hat er seine Handtribüms gerade gehabt. Wovon ich vor ihm geredet habe. Was soll man zum Schweiß abmachen? Und. Ja. Von den Dinger, die Boxen sind insane schlecht. Also. Da hat er wieder Glück gehabt. Das war aber sehr viel Lag. Schade eigentlich. Is the best way to explain it, Inkstar. Einfach die Palm-Technik, das halt so auf dem Controller halt so spinnt, indem man so macht, irgendwie. Ich kann das nicht. Aber wenn er es kann, cool. Puh, vor allem, ich habe noch nie wirklich einen Green Switchy Run gesehen, der wirklich an Carpetless gescheitert ist, weil er hat wirklich sehr viel Zeit an Carpetless verbracht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Kann sein, dass es einen Run gab. Oh Gott, er hat's verkackt, schade. Also den Schwimmen, aber ist nicht schlimm, er hat's überlebt. Aber Carpetless ist wirklich eine Sache, die habe ich noch nie failen sehen. Okay, jetzt geht's ab zurück in Wet Dry World. Da waren wir doch gerade. Nee, da gehen wir doch gleich hin, aber jetzt müssen wir erstmal den letzten Stern machen. Das war eigentlich schon ziemlich knapp, glaube ich sogar. Green Switchy hält jetzt die Fresse, ich glaube, es lockt in. Ja. Ach, übrigens, er hat sich nicht die die Metal Cap genommen, weil Tatsache ist, sind für alle 120 Sterne die Metal Cap nicht nötig. Außer halt für Metal Cap, wo man es gern macht, aber ansonsten den Schalter freischalten ist überhaupt nicht nötig. Was krass ist, aber naja. Ein Gold hier auch noch, aber trotzdem Zeit rausgeholt aus seiner PB. Und jetzt ist Wet Dry World dran. Auch 24, also bei 24. Ist ungefähr, ich glaube, lasst mich lügen. Eine Sekunde, nee, eine Minute hinter dem Weltrekord. Und das Krasse ist, ihr seht unten links, Best Possible Time ist jetzt 1:35:03. Das heißt, es ist halt immer noch möglich, aber jetzt gerade ist noch lange nicht die Zeit dafür, zu sagen, yo, das ist so ein krasses Potenzial. Also es hat zum Beispiel der Run von Luigi war auf jeden Fall, hatte auf jeden Fall eine bessere Best Possible Time jetzt gehabt. Auf jeden Fall. Und das heißt, er hat jetzt
für den Weltrekord nur noch eine Minute an Spielraum. Heißt das, dass er höchstens eine Minute verlieren kann, um überhaupt seine PB zu brechen. Nee, oder? Na doch, er hat noch über eine Minute Zeit, um seine PB zu rechnen. Jetzt hat er sogar noch 2 Minuten Spielraum. Aber jetzt, wie wir diesen Run kennen, hat er nur noch weniger, oder? Hat er weniger? Warte mal. Hat er genau 30 Sekunden Spielraum, was echt nicht viel ist. Also 30 Minuten Spielraum ist, 30 Sekunden Spielraum, was laber ich? Er hat nur noch 30 Sekunden Spielraum, was echt nicht viel ist für noch weitere über 30 Minuten. Und, auch für die harten Sterne, die noch kommen, also es kommen ja noch sowas wie TikTok Clock 100 Coins oder, ja, wie gesagt, Carpetless. Und das alles schafft er ohne gerade mal 30 Sekunden an seinen besten Zeiten immer, also bisher, zu schaffen. Also wirklich, er ist wirklich ein krasser Clutched-Gamer, was auch immer er hier geschafft hat. Er ist auch jetzt im Locked-In-Modus, das heißt, er redet nicht mehr wirklich. Das macht er immer, wenn... Also, ich nenne es jetzt einfach mal Locked-In-Modus. In Wirklichkeit redet er jetzt einfach nicht, sondern konzentriert sich halt wirklich. Was halt in vielen Fällen ansonsten eigentlich nie der Fall ist. Also, wenn du jetzt normal Speedrun machst, so wie er, und er halt... Ja, halt am Anfang des Runs redet er noch sehr viel mit dem Chat. Aber jetzt bei solchen Pacern, also bei solchen sehr guten Zeiten, die er hier gerade macht, hält er einfach lieber die Fresse, damit jetzt nicht Fehler aus Flüchtigkeit passieren. Jetzt macht er Secrets. Oh, Glitchy Wall Bonk? Nee. Glitchy Wall Jump in einen Bonk. Weird, aber passiert. Das war sehr gut. I've actually never seen that camera thing happen before. I must have done an extra input. Okay, er hat wohl irgendwie was nicht richtig gemacht, aber er hat es trotzdem irgendwie geschafft. Lol. Something. Okay. Jetzt, ist es an der Zeit für einen weiteren Stern. Lol. Nein, der Stern ist ziemlich leinzig bis auf diesen Sprung. Ich kann den bis heute nicht. Der ist ganz präzise. Ich mag ihn auch ehrlich gesagt nicht. Der hat er natürlich mit Glavur auch beendet. Hat immer noch seine geile Flasche. Also, dass er jetzt mittlerweile nicht schon auf Toilette muss, ist actually insane. Oh, I also beat my pre-up segment RTA PB by 11 seconds in that fucking run. Oh, Tatsache. Pre-up actually incredible. Pre-up heißt kurz vor dem ersten Geschoss. Heißt, dass er seine PB, also seine Bestzeit, in 10 Sekunden davon gebrochen hat. Also halt eine 10 Sekunden PB hatte. Jetzt von dem einzelnen Ding im Run. In dem Run hier. Was auch krass ist. Ich kann es nicht gut erklären. Falls ihr eine Erklärung braucht und ob oder ihr wirklich das Video schaut. Falls irgendwer das Video schaut. Wenn ihr nur mal eine Erklärung haben wollt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben oder so. What does your speed towel smell like? War gerade im Chat. Boah, das ist ja ekelhaft. Wenn man sowas fragt. Kubik ist einfach richtig. VR soon. VR vor allem. WR. Weltrekord.
Okay, jetzt macht er den Typen. Wer ist der? Der Wiggler, genau. Der ist relativ einfach. Der ist einfach nur kurz auf ihn raufspringen und das war's auch. Also er ist wirklich kein schwerer Gegner. Hat es auch geschafft, gut. Du in the Battle Royale. Nee. Also jetzt mal ehrlich. War nicht on stream. Machst du auf stream, mein Freund, da war nicht on stream. Einfach so Burp in einem Weltrekord. Auf ganz süß. Müsli, Müsli. Ich könnte sowas ehrlich gesagt nie machen. Okay, das war jetzt nicht das Optimalste, aber hat er trotzdem geschafft. Ich glaub, ja, er macht die 100 Münzen. Lass mich kurz überlegen, was macht der plus 100 Münzen? Doch, die Red Coins macht der plus 100 Münzen, waren das. Genau. Die sind dann in dem Dingsraum. In dem, unter dem Wiggler-Raum. Wiggler-Raum. Ja, das ist die einzige Dings, wo es zwei Eingänge für eine Secret Area gibt, oder Tab Area, um genau zu sein. Was es nicht häufig gibt. Okay, jetzt sind wir beim einzig wahren Red Coins einsammeln. Hier ist es nochmal eine Blue Dings, genau deswegen sammelt man die hier auch ein. Und ja, viel mehr gibt es dazu nichts zu sagen, denn jetzt hat er beide Sterne eingesammelt, natürlich immer noch mit präzisem Movement. Ah, der macht Air Condition an. Ich glaube, ihm wird langsam warm durch den Pressure Plate. Also nein, durch die... Er wird nervös und deswegen macht das an, weil ihm dadurch warm wird. Eine komplett normale Körperreaktion. Und auch die Leute im Chat machen sich drüber lustig. Muss ja. I thought the run was dead. Ich frag gar nicht mal warum. Okay. Jetzt ist THI noch lange nicht fertig. Warum bin ich so komisch? THI ist noch nicht fertig, Tatsache. Mensch, was ein Zufall. Mitsuchi redet auch nicht mehr viel, wie man hört. Er ist lieber konzentriert. Das war einfach nur ein Flex. Die drei Weitsprünge waren übrigens gerade ein Flex-Ding. Man kann aber nicht auch alles Movement machen. Aber ich glaube, die Weitsprünge sind einfach dafür da, dass man den Speed behält. So. Jetzt ist der letzte Stern aus Tiny Huge Island und danach geht's in Tall Tall Mountain. Auch eine sehr scheiß Stage, muss ich ehrlich gestehen. Wenn es um Speedrunning geht. Ja. Bombo Clad Gaming. Euer Ernst? Bombo Clad Gaming just subscribed. Geil, Mann. Auch so einen geilen Namen habe ich lange nicht mehr gehört. Me when paycheck hasn't dropped and I can't watch streamer win Mario. Ja. Das ist der YouTube Prime to prevent ban. Okay. Twingy Hot Mons Mama. Also, ihr seht ganz komische Namen, oh aber das God, Ding ist, ich kenne halt ein paar davon. Das ist das Ding. Zum Beispiel Twingy Hot Old Hot Mama oder irgendwie so. Almost went back in. Schon sehr krass. Der Name kenne ich.
Tatsache. Also die Person, jetzt nicht wirklich krass kenne ich sie, aber man sieht sie halt überall in Marvin 60 Streamer Chat. Also wirklich überall. In Green Suichi, in Ouija, in Jesus, in Simply, in sehr vielen Leuten Chat, ja. Escalift, okay. Kenne ich tatsächlich nicht. TYK113 kenne ich auch. Aber ansonsten kenne ich, glaube ich, gar keinen. Außer noch Evasion, aber ich glaube, der ist mehr drin im Chat oder so. Ist ja auch egal. Kaobab kenne ich auch nicht, aber ich finde den Namen witzig. So. Toll, toll, Mountain ist gleich noch lange nicht fertig. Was laber ich eigentlich? What the fuck ist das, Run? Ja, JK, ich weiß auch nicht. Ja, Bro, Lederarmer, Imagine Skipping 136. Und es hat er auch geschafft. Very unlustig, weil Simply immer wieder auf die Videos reagiert und ja, egal. Okay. Jetzt ist es Zeit. Es ist Zeit. Für Sachen. Für Sachen, genau. Inkstalum kenne ich auch. Jetzt sind halt wirklich alle hyped, weil langsam geht's nämlich in die Endphase. Jetzt sind es noch ungefähr 15 bis, ja, ich glaube, ein bisschen mehr als 20 Minuten als Gameplay. Was für so ein Speedrun schon relativ als Ende zählt. Und so ein kleiner Green Sweetie, der wird schon sehr nervös. Der Chat wird auch ein bisschen, ein bisschen mehr aufgewärmt. Alle sind gerade ein bisschen, oh mein Gott, Incredible Run bisher. Aber man weiß ja noch nicht, ob dieser Run dann auch zu Ende geht. Deswegen sind halt Leute sehr beängstigt. Okay. Er hat übrigens seit dem Weltrekord noch nicht gestreamt, Tatsache. Der Weltrekord ist aber erst so 3 Tage her oder so, also so ist nicht. Aber trotzdem krass. Wir machen jetzt noch ein C-Up-Slide, wo man mit dem First-Person-Ding ganz viel Speed aufbauen kann. Wie genau es funktioniert, weiß ich, will ich aber nicht erklären. Obwohl, wir haben Zeit, ich erklär's mal. Also, dadurch, dass Mario sollte in dem Normalfall eigentlich stoppen und wenn er läuft und abdrückt, dann wird er halt langsamer und stoppt dann. Aber in dem Fall wird er schneller, beziehungsweise hat warte kurz, wo war ich? Er wird tatsächlich, er fährt schneller runter, als dass er Speed verliert. Heißt, dass er stattdessen Speed aufbaut. Und weil diese Animation kein Speed Cap hat, baut er immer und immer weiter Speed auf. Und in dem Fall saved das einiges an Zeit. Okay. Jetzt fehlt noch ein Stern hier und das ist der auf dem Lonely Mushroom, glaube ich. Da ist ein ekelhaftes präzises Setup gebraucht. Ich mag diesen Stern auch nicht. Er ist einfach nur am Norden und es ist ein weiterer Gold. Also wirklich unglaublich, was er hier schafft. Und er ist jetzt gerade genau gleich auf mit dem Run von Ouija.
Das heißt, wenn er schneller ist, kriegt er Weltrekord. So. Auch geil, was die Leute in den Chat schreiben. This run ist irgendwas mit Bowls clean off, Alter. Looks fast. Danke, Mac Black. Heute ist jetzt sein bester Pace bisher in best Pace ever. Also sein zweitbester Run, also welcher nicht da ist, war fast eine Minute langsamer bis dahin. Das war ganz schön langsamer Stern, aber was? Annoying. Hat jemand geschrieben? Please don't VR, you're gonna make the game boring for the rest of the other category. Yeah, I'm hating. Dr. Tainted, ohne Scheiß, das ist ein Hurensohn-Statement. Weil, warum sollte man ihm kein Glück wünschen, dass er Weltrekord macht? Auch wenn es für die anderen vielleicht ein bisschen scheiße wäre, dass sie keine Weltrekorde oder so machen können. Es ist doch trotzdem etwas, es ist ja kein Gruppen-Achievement, wenn er den Weltrekord macht. Es ist ja wirklich sein Achievement. Und imagine, du gehst zu einem Turnier oder so, zu einem Rennturnier und du bist halt der Schnellste. Dann sagen dir Leute, du sollst aufhören zu rennen, weil du die anderen demotivierst. Das ist ja auch so ein richtig dummer Statement, also. Ja, also. Ja. Es ist wirklich dumm. Ja, jetzt sind wir vor allem. Krass. Bro, ich rede nicht mehr normal. Jetzt kommt jetzt vom wohl RNG-präzisesten Stern in diesem Game. Dieses RNG ist tatsächlich sogar gut. Weil das Ding kommt gerade wieder zurück. Das passiert nicht häufig. Aber in dem Fall hat er sehr viel Glück gehabt, weil, das Ding ist, das ist nicht gerade ein, sehr nettes RNG-Spiel. Er hat auch den Weltrekord zu diesem Stern. Let's just say, es ist einfach wirklich RNG, RNG über RNG. Es ist krass. So, da macht er jetzt Chili-Mini. Dann will er sich die Coins und da springt er drauf. Dann ein bisschen langsamer. Aber er hat es geschafft trotzdem. Jetzt muss er hier die Red Coins einsammeln und danach ist dann nur noch der 100 Coin-Stern. Also ja, er sammelt hier noch die Coins mit ein. Jetzt noch der letzte, der RNG-dependent ist und. RNG war jetzt nicht das Beste, aber auch nicht das Schlimmste, also hab schon Schlimmeres gesehen. Das war da hingegen ein richtiger Arschcoin. Aber das ist kein Problem, denn du kannst jetzt Sache hier eine Coin skippen und immer noch die letzten Coin einsammeln. Die letzte Coin. Auch ein geiler Trick gerade gewesen. Jetzt gerade merkt man auch schon, guckt euch das da unten an im Chat. Es wird immer voller und immer doller. Mehr Leute spam einfach rein, weil jetzt ist es scheißegal, jetzt ist Weltrekordzeit. Nicht mal mehr als, na doch, ein bisschen mehr als 10 Minuten noch als von Gameplay. Und wir sind immer noch 1 Minute und 22 Sekunden vorne. Zumindest vor seiner PB. Vor Weltrekord bin ich mir nicht sicher. Jetzt natürlich kommt ein BLJ und da hofft man einfach mal, dass er den schafft, weil der ist präzise. Und er hat ihn geschafft, tatsächlich. Ein sehr geiles Achievement. Und jetzt kommt aber noch ein sehr schwerer Teil. Also erstmal hier das natürlich. Dann aber nicht vergessen, kommen danach noch sowohl TikTok Clock als auch Rainbow Ride.
beide Stages, die nicht gerade ein Zuckerschlecken sind. Okay, das hat gerade ein bisschen Zeit gebraucht, aber er hat es trotzdem geschafft. Oh. Okay, das war sehr knapp. Aber man sieht auch... Er hier... War jetzt gerade ein bisschen... am Dingsen. Er hatte ein bisschen Angst. Und GTM übrigens auch gerade im Chat. Der Typ, den kenne ich. Der folgt mir auf Twitter. Er ist auch ein guter Freund von Green Suichi. Sehr cooler Typ. DRB, gotta look at the sun. Keine Ahnung, warum jetzt gerade Leute Fragezeichen reingeschickt haben, aber jetzt wird es allerhöchste Zeit für TikTok Clock. Ich glaube, es macht als erstes die 100 Münzen. Ja, er macht jetzt erst die 100 Münzen. Das ist auch ein sehr mieser Stern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dieser Walljump ist sehr ekelhaft. Das weiß ich auch. Der Jump ist auch sehr präzise. Der Jump geht, der ist gut. Oh, ohne Kamera-Setup. Auch sehr gut. Und er hat eine Coin verloren, er hat aber darf aber zwei Coins insgesamt verlieren. Das war sehr smooth. Okay, er hat alle Coins, das heißt, er hat theoretisch einen Coin Wiggle Room, aber braucht er nicht. Obwohl, doch, Tatsache, weil er die Coin gemisst hat. Wäre kacke gewesen, hätte er die Coin jetzt gerade gemisst. Und hätte nur noch 0 Coins to spare gehabt, aber er hat das auch geschafft. Sehr präzise. Und jetzt ist es einfach nur noch ein Login, weil das ist der bisher insane the Run ever. So, mal gucken. Das ist ein sehr cleanes Moving Reds. Das ist auch eine Sache, die machen mittlerweile alle 120 Sterne Runner. Aber Moving Reds ist eines der wohl beschissensten Sterne von allen. Und oh mein Gott, wie der Chat gerade abgeht, weil das so clean war. Das war wirklich ein cleaner Stern. Und glaubt mir, es wird nicht unkrasser. Weil jetzt kommen jetzt alle aus dem Lurk bei dem Chat und auch alle aus dem alle irgendwie werden von Discord benachrichtigt. Also jetzt gerade geht die komplette Community wild in Discord und in seinem Chat vor allem. Also sowas ist immer so ein krasses Erlebnis, wenn man dabei ist. Leider war ich da bisher noch nicht wirklich oft dabei. Nur wenn Leute PBs gemacht haben, Leute, die man kennt, so. Jetzt, okay, das ist sehr knapp gewesen, aber er hat es geschafft. Auch ein sehr präziser Stern, aber Green zu dem Suichi hat es tatsächlich doch sehr gut geschafft. Und er hat gerade sehr gute Chancen, also noch das zu schaffen. Das Ding ist aber, er kann jetzt halt immer noch Fehler machen, aber das kleiner Spoiler wird er nicht. Ja, doch halt ein bisschen so an Zeit verlieren, aber halt wirklich von seinem... Oh, da ist auch ein kleiner Fehler gewesen. Aber halt keine großen Fehler. Time to put this on the big screen, habe ich gerade gelesen, auch gut. Jetzt ist es nicht mehr als 10 Minuten Gameplay, was wirklich... Ugh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm gerade wirklich alles heiß wird. Er schwitzt auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade sein Herz richtig doll pumpt. Hätte ich einen Herzmonitor, wäre es wirklich richtig wild gerade am Rasen. Und das wahrscheinlich schon seit mehreren Sternen. Weil bis jetzt seit mehreren Stages. Ich schätze mal so, ab Tolton Mountain würde es auf jeden Fall richtig anfangen. Jetzt hat er den Todstern einfach eingesammelt. Und jetzt wird es Zeit für den wohl präzisesten Stern im kompletten Run. Ihr seht schon unten im Chat alle am Beten.
Oder? Ah, das macht er gar nicht als erstes, okay. No, never mind. Er macht also einen anderen Stern. Ich dachte, er macht erst Carpetless, aber scheint dann wohl nicht so zu sein. Ich weiß auch gar nicht, warum er das als erstes macht. Er macht es halt für mich jetzt gerade nur noch schlimmer. Ich dachte gerade, er macht Carpetless, aber guck mal, jetzt scheint er ziemlich locked in zu sein. Guckt ihn nicht an. Er versucht sich runterzukommen, ganz langsam zu atmen. Was in dem Fall manchmal gar nicht gut ist. Doch jetzt ist es an der Zeit, Carpetless zu machen. Okay, sehr viele Firsties, Tatsache. Okay. Das ist actually sehr knapp gewesen. Aber er ist einer der Leute, die kann es am besten. Oh, er ist verkackt. Okay. Never mind. Oh shit. Okay. Also wirklich nur zwei Pause Buffers, nicht viel. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit zu log-innen. Jetzt macht er, glaube ich. Was macht er jetzt? Ah, er macht jetzt die. Die Red Coins. Auch ein sehr präziser Stern. Also klar, ich kann es ähnlich, aber auch nicht so krass präzise. Drink water, Suichi. Ja, jetzt wird hier gerade im Chat von dem einzig wahren GTM gesagt, dass er Wasser trinken soll, um einfach noch ein bisschen runterzukommen, dass er mehr Kraft hat. Weil gerade benutzt sein Körper auf jeden Fall sehr viel Energie. Durch die Nervosität. Also actually ein guter Advice. Er hat auch einen eigenen Bot im Stream, der ihn ab und zu, ich glaube, mindestens eine Stunde ab eine Stunde Dings sagt. Jetzt schreiben auch irgendwelche Japaner im Chat. Einfach so sagt, einfach der Bot kommt irgendwie einmal die Stunde in den Stream oder so und sagt, yo, trink Wasser, Green Suichi. Und dann geht er wieder. Ist aber cool, dass so ein Bot, dass er so ein Bot einprogrammiert hat. Einfach damit er hydriert bleibt. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Okay. Okay, das war scheiß Grab, aber ich glaube, er kann es auf jeden Fall noch saven. Ja, er muss diesen Movement hier zweimal machen. Aber er scheint wirklich gerade Probleme zu haben. Beziehungsweise ein bisschen Angst. Keine Probleme. Und jetzt ist es Tatsache Zeit, zu zeigen, was er kann. Ja. Obwohl er schon die ganze Zeit zeigt, also so ist es nicht. Was er hier schafft, ist wirklich insane. Und viele würden mir da auch zustimmen, weil es ist wirklich krass. In dieser Sache gibt es einen schnelleren Weg, aber er hat sich dazu entschieden, doch etwas sicherer zu gehen, weil es dann ein bisschen dependent ist, um wie viel Speed du hast, wann du den Long Jump machen sollst. Also manchmal ist es auch gar nicht möglich, aber in dem Fall hat er jetzt einfach die Safe Strike benutzt, wo es dann immer möglich ist. Hier sind gerade so viele Leute im Chat, also nicht in meinem Chat, aber in seinem Chat. Und es ist wirklich jetzt an der Zeit, die letzten Sterne zu zählen, beziehungsweise es sind nur noch zwei, einer hier in Rainbow Ride und einer im Bowser in the Sky. Mal gucken, wie es jetzt aussieht hier. Der letzte Stern ist Tricky Try. Nee, der letzte Stern ist. Ah, okay, der letzte Stern ist einfach nur der da vorne. Ich weiß nicht ganz genau, was der da tut, aber naja. Er ist auch nicht gerade so der leichteste Stern, aber ich glaube, einer der leichtesten Sterne in diesem Level. Und jetzt ist es an der Zeit für die letzte Stage. Guck mal, er weiß ganz genau, was er sieht.
Er weiß noch nicht, wie er reagieren soll. Er versucht auf jeden Fall ruhig zu bleiben, weil das ist wirklich ein Run, den will man nicht, den will man nicht verlieren. Vor allem nicht durch irgendeinen dummen Fehler. Jetzt gerade seht ihr auch die ganzen Abos kommen rein. Da 2 Monate. Doch gerne immer auf den Abo-Counter schauen. Weil der sich, glaube ich, nicht abträgt gerade, aber wird immer mehr. Weil Leute sich auf jeden Fall gerade freuen. Die wollen alle sehen, die wollen alle dabei sein, die wollen alle gesehen werden. Und sehen, was für eine krasse Sache er hier gerade macht. So, jetzt. Okay, da hat er einen kleinen Fehler gemacht, aber hat trotzdem noch irgendwie gesaved. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich dachte, er macht das andere Movement, aber ich glaube, es ist einfach build different. Und es wird an der Zeit, nicht vom Goomba gefickt zu werden. Der ist RNG. Im letzten Run hat er dadurch die 1,36 verloren. Aber jetzt ist an der Zeit, die letzten Bowser Throws nicht verkacken. Nicht zu verkacken. Er hat wirklich einen insane Run. Er kann sogar, glaube ich, noch einen Throw missen. Oder vielleicht auch 2. Sollte aber nicht. Im besten Falle. Und da zählt man den ersten. Und da zählt man den zweiten. Er hat den zweiten gemisst. Okay, okay, okay. Das habe ich komplett nicht gewusst. It's okay, it's okay. Also, jetzt hat er den zweiten. Jetzt hat er den auch noch gemisst. Es ist wirklich seine Nervosität, die gerade rankommt. Oh mein Gott! Ja! Er weiß ganz genau, was gerade passiert ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott! What did I just do? Oh mein Gott! Er ist wirklich am Zittern. Also ich kann ihn wirklich verstehen. Wow. Dass er gerade keine Luft bekommt, ist auf jeden Fall krass. Man merkt wirklich, dass es ihm gerade. Also ich weiß ja, wie es ist, so eine PB zu bekommen. Bei ihm ist jetzt Weltrekord. Ich glaube, bei ihm ist es sogar noch schlimmer. Aber ich krieg halt wirklich 50 Gifted Subs gerade von jemandem. Aber wirklich. Gerade merkt man auch im Chat, alle sind, oh mein Gott. Guck mal, wie schnell er atmet. Er kriegt wirklich keine Luft. Also, ich weiß nicht genau, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich einfach so richtig schlimm an. Er weiß ganz genau, was er geschafft hat. Man fühlt sich glücklich, aber gleichzeitig kriegt man gar keine Luft. Also dieses Gefühl habe ich nicht gerne. Einatmen, ausatmen, mein Bro. Einatmen, ausatmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I don't know what to do. I don't know what to do. Also ihm. Er weiß wirklich nicht, was er sagen soll. Aber jetzt gleich hier beendet sich die Aufnahme. Jetzt aber ist jetzt die Aufnahme leider beendet. Ich werde aber trotzdem mal gucken auf seinem twitch.tv/GreenSuigi, denn dort streamt er nämlich und hat er wahrscheinlich auch ein Highlight gemacht. Einfach, dass man sich das anschauen kann. Lass uns mal anschauen hier. Ah, Ouija ist gerade live, interessant. Bei meinen Videos, dann gucken wir mal an, ob er jetzt irgendwas hier, irgendwelche Highlights hat oder ob er das gehighlightet hat. Nicht übertragenen Highlights. Ah, das war einfach nur hier, das hier. Ist der Weltrekord. Wäre natürlich scheiße, Werbung zu bekommen. Ja, man kriegt Werbung. Geil. Dann gibt's jetzt in der Zeit erstmal mich. Hallo. Ich bin Ubermee und ich bin hier. Man darf sich mich anschauen. Hallo. Das ist sehr cool, ich weiß. Also, wir kennen uns ja schon seit Monaten und so. Und wir kennen uns ja auch schon seit Monaten und so. Und ja,
kenne ich auch schon seit Monaten und so. So, jetzt lass mich mal ganz kurz die Szene rausholen. Jetzt ist nämlich die Werbung vorbei. Ungefähr hier. Ja, da. Dann gucken wir jetzt wieder hier. Er kann es selbst kaum glauben. Und... Oh mein Gott. Oh mein Gott. I don't know what to do. I don't know what to do. Ja. Also ich kann ihn auch wirklich in dem Moment verstehen. Da hat jetzt aufgehört. Im Video, aber... Also wirklich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er auch Fulltime-Streamer wird. So wie Sweetie oder auch Cheese. Beides Mario 64 Runner, die alle mal einen Weltrekord hatten. Und jetzt guckt euch mal ganz unten den Subcounter an, der hat sich jetzt schon verdoppelt, also fast verdoppelt, nicht wirklich verdoppelt, aber es sind schon sehr viele reingekommen. Guckt ihn euch an. Also, es ist so schön mitzuerleben, ey. Ich bin schade, dass ich da nicht wirklich dabei war. I just might be hidden, man. Aber... Oh mein Gott. Oh. Ich kann verstehen, dass er wirklich gerade... Ich mach mal ein bisschen lauter hier. Ich kann verstehen, dass er gerade fucking happy ist. Weil sowas passiert nicht alle Tage. Es ist krass, weil seine PV hat er jetzt gerade fast bei einer 1 Minute und 30 Sekunden geschlagen. Und den Weltrekord bei fast 30 Sekunden. Ich weiß nicht mehr, was er sagen soll. Er kriegt keine Luft mehr, alles zu weh. Ich hab das Gefühl, er ist noch ein bisschen blass. Aber wie gesagt, ich kann ihn wirklich verstehen in dem Moment. Lass was trinken. I skipped 138 and 136. Ja, also... Oh mein Gott. Wenn du jemanden fragen würdest, wenn du könntest jeden mal in der Mario 64 Community fragen, wer der beste Mario 64 Spieler ist, jeder würde die gleiche Antwort sagen. Und auch aus gutem Grund. Er hat 4 von 5 Weltrekorden. Ich weiß nicht, ob er für den 5. gehen wird. Ich schätze mal nicht, weil er selbst doch gesagt hat, dass 70 Sterne eine scheiß Kategorie ist. Seiner Meinung nach. Ich sage jetzt nicht, dass es wirklich eine scheiß Kategorie ist. Oder. Aber es ist halt seiner Meinung nach eine scheiß Kategorie. Und er weiß nie, und ich weiß nicht, ob er da jetzt das grinden wird oder weiter 120 Sterne grinden wird. Weil das ist wirklich ein krasses Achievement. Und wenn nichts mehr in Mario 64 übrig ist, was er zu machen hat, was ist da der Sinn vom Spielen? What do I do? What do I say, dude? Er weiß auch nicht, was er sagen soll, also wirklich. Ich kann ihn da auch komplett verstehen. Übrigens ist es keine 1,35,34, sondern 1,35,33. Und es war irgendwie mitten in der Nacht, als er das gekriegt hat. Also, ehrlich gesagt, kann ich nur sagen, GG zu ihm. Weil das, was er hier geschafft hat, ist nicht menschlich. Aber trotzdem... Ein großes Achievement, was nur er schafft. Oder er geschafft hat. Danke, dass ihr dieses Video geschaut habt. Und ja, checkt auch auf jeden Fall Green Sweetie ab. Er ist ein wirklich cooler Typ. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao. Sagt euer Uvo Me. Bye bye.
Und ich gehe jetzt erstmal mit Green Sweetie ein bisschen meine Tränen wegwischen.